Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Let's Play Sonic and All-Stars Racing Transformed auf der Wii U. Wie ich gerade gesehen habe, haben wir Joe Musashi noch gar nicht freigeschaltet, beziehungsweise können das bereits seit einigen Rennen. 85 Sterne brauchst, 92 haben wir er damit. Oh, Musashi, ich habe immer Musashi gesagt. Okay, Musashi. Auch den Knaben kenne ich nicht. Vielleicht aus Ninja Gaiden oder so. Ich weiß es nicht. Ich habe das Spiel nicht gespielt. Aber auf jeden Fall ein cooler Knabe. Den werden wir auch gleich im nächsten Rennen ausprobieren. Aber jetzt müssen wir erstmal wieder in die aktuelle Tour zurück. Das war hier ja vom vorherigen Kapitel. Okay, was haben wir denn hier? Okay, dann gehen wir das Rennen hier als nächstes an mit Joe Musashi als Fahrer. Charakterauswahl. Oh, der ist auch gut ausgeglichen. Okay, das Einzige, was mir nicht gefällt, die hohe All-Star-Wertung. Denn All-Star, ich weiß nicht, was bringt das? Ist man dann noch ein bisschen schneller oder ist, der All-Star dauert länger? Auf jeden Fall finde ich die Werte relativ überflüssig, weil den All-Star hat man ja nicht so häufig, als dass man aus dem Wert jetzt derart viel Kapital schlagen könnte. Während Beschleunigung, Handling, das braucht man immer. Oder die Geschwindigkeit sowieso. Und Driften zumindest auch sehr häufig. Ach, Driften sage ich schon. Turbo. Okay, dann wollen wir mal. 3, 2, 1 und überhaupt kein Powerstart. Ein Start nach Maß in diesem Part. Ja, das habe ich immer noch überhaupt nicht drauf mit den Powerstarts. Zumindest einmal habe ich es ja im Let's Play geschafft, einen vernünftigen Powerstart hinzulegen. Aber einmal, das ist ja nichts. Ach du Scheiße. Das ist ja eine miese Strecke hier. Richtig enge Wege, keine Streckenbegrenzung. Das scheint die Rainbow Road von Sonic zu sein hier. Eieiei. Und das, wo ich doch so ein Lenklegastheniker bin. Ja, zumindest knallen wir hier unsere Konkurrenz ordentlich aus den Socken. Shadow hat auch schon Angst. Zu Recht. So, Tails. Ach, da haben wir gar keine mehr. Schade. Immerhin drei Aufladungen hatte der super Gegenstand, ja. Im Gegensatz zu sonst der einzelnen Rakete. Das hier ist der schönste Abschnitt dieser Strecke, wie ich finde. Es war sehr spacig, aber das ist ja die ganze Strecke. Und das hier hat so einen schönen Hafen-bei-Nacht-Flair. Okay, es ist ein bisschen viel Beleuchtung für meinen Geschmack. Also jedenfalls vom Stil her ist es irgendwie, eigentlich mag ich so Puffbeleuchtung, ja, aber hier ist es mir doch ein klein wenig viel. Aber trotzdem gefällt mir diese Passage insgesamt ziemlich gut. Erstaunlich. Erstaunlich. Vielen Dank, lieber Kommentator. Es baut mich auf, wenn du an mich glaubst. Okay, und dann ab zurück aufs Kart. Da fühle ich mich auch etwas heimischer. Ralf, pusten wir noch mit dem Feuerring weg. Und ab in die zweite Runde. Oh, eine Wespenschwarm. Den hatten wir auch lange nicht. Boah, was? Ne, was eine miese Stelle hier. Die war ja mal mies. Und direkt nochmal. Oh Gott. Na, das ist ja was für mich. Zumindest hat der Schwarm ordentlich reingehauen. Wo ich gerade nach links unten gucke. Was soll diese Anzeige da eigentlich heißen? Diese runde Anzeige links unten, wo Fehler steht. Jemand eine Ahnung? Hat das mit dem Fahrrad zu tun? Weil das ist mir vorher noch nicht aufgefallen. Ich nehme mal an, aber naja, keine Ahnung. Vielleicht muss man dazu den Charakter kennen und die Spiele, wo er herkommt. Sei es drum, konzentrieren wir uns aufs Rennen. Wir sind nur Vierter gerade. Das kann ja nicht angehen. Mindestens Dritter müssen wir schließlich werden, um diesen Event erfolgreich abzuschließen. Komm schon, komm schon, komm schon. Verdammt. Diese komischen Tore hier, wenn rote Laser dazwischen sind, ist, wie man sich denken kann, die Durchfahrt nicht möglich, beziehungsweise möglich schon, aber man wird, wie gerade eben gesehen, schön geröstet. Wenn sie blau sind, kein Problem, durch da. Und wenn die Farbe wechselt, ist es kurz davor, um zu springen. Du
irgendwie. Manchmal nimmt er die letzte Fassrolle nicht. Oder eben, ich hatte doch noch einen dabei gepackt. Und danach will ich sie dann nicht noch aktivieren. Am Ende klappt es ja doch nicht. Und dann schlägt wieder der ganze Stunt fehl. Dann lieber einen weniger. Okay, letzte Runde jetzt aber. Oh Gott, und jetzt kommt wieder diese miese Stelle. Okay, mal vom Gas gehen. Boah, ich habe sogar gebremst. In einem Funracer, hallo? Und hier nochmal, das ist... Boah, das ist ja krank. Also vielleicht stelle ich mich hier nur so blöd an. Aber ich finde, die Stelle hat es heftig in sich. Mann, Mann, Mann. Okay, aber genug gejammert und geweint. Zurück zum Renngeschehen. Kugelfisch. Tschüss, Ralph. Mach's gut. Das I, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Und schon ist Ralph wieder vor uns. Verdammt nochmal. Das wollte ich gerade sagen, macht unsere Konkurrenz wenigstens auch mal Abflüge. Und schon landen wir auch wieder im Dreck. Das sieht nicht so gut aus. Letzte Runde immer noch vierter Platz. Wie in der letzten Runde an dieser Stelle auch. Zumindest sind die Fahrer vor mir in Sicht. Also nicht unschaffbar. Oh nein, 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 nein. Das war so klar. Das war so klar. Also allmählich wird es wirklich eng. Aber es ist schwierig da noch. Ja, nee, Leute, ist klar. Hat der mir jetzt hier seitlich einen noch reingeballert oder was? Okay. Komm schon. Genau. Und noch ein Item. Und tschüss, Ralph. Okay, dritter Platz. Es ist noch alles drin. Was war das denn? Bin ich an der Wand hängen geblieben und einmal ein kleiner Clipping-Fehler. Na gut, es sei verziehen. Komm schon, dritter Platz. Ich will das Rennen schaffen hier. Die Strecke ist nämlich auch nicht so wirklich meins. Aber doch, das passt. Puh. Glück gehabt. Tolle Leistung. Dritter Platz. Naja, tolle Leistung. Übertreibt man nicht, Kommentator. Das ist okay. Mehr nicht. Aber die Strecke ist wirklich mies, muss man mal sagen. Diese eine Stelle mit den zwei Passagen, wo man eine scharfe Kurve machen muss und keine Streckenbegrenzung da ist. Mies, auf jeden Fall. Ort freigeschaltet. Ja, den Ort brauche ich nicht freischalten. Ich beleidige, den fahre ich nicht nochmal. Nein, so schlimm natürlich auch nicht, aber meine Lieblingsstrecke wird es auf jeden Fall nicht. Wenn ich in einem Funracer vom Gas gehen muss, dann... stimmt irgendwas nicht. Okay, da mag man jetzt geteilter Ansicht sein. So schlimm ist es auch nicht, aber es ist ungewohnt auf jeden Fall. Gut. Ah, schon besser. Die Golden Eggs Strecke. B-Klasse. Charakterauswahl. Wo ich das gerade sehe, Golden Eggs, jetzt dämmert es mir mal. Ich habe doch mal gefragt, dass ich nicht weiß, wo die ganzen Strecken herkommen. Aber klar. Wenn da unten steht Golden Eggs, das ist ja klar, ist aus Golden Eggs und Sonic the Hedgehog, das ist eigentlich irgendwie der Cup. Sondern dann kommen die Strecken aus Levels des jeweiligen Spiels, in dem Fall Sonic the Hedgehog. Gut, weiß hatten wir glaube ich auch schon eine ganze Weile nicht mehr. Insofern schnappen wir uns den für dieses Ringrennen. Ich hatte am Anfang schon immer gedacht, das wäre irgendwie eine Cup-Bezeichnung. Wie, weiß ich nicht, der Pilz-Cup oder der Blumen-Cup bei Mario Kart. Aber weit gefehlt. So wirkliche Cups gibt es hier in dem Spiel ja eh nicht. Jedenfalls, ich habe ja bislang nur den Karrieremodus mit euch zusammen gespielt. Zumindest sah das bislang so aus. Ach du Scheiße. Ach du großer Gott, sind die Kurven eng. Boah. Also hier werde ich noch Spaß haben, glaube ich. Richtig enge Kurven. Ich traue mich gar nicht, den Boost einzusetzen. Halleluja. Boah, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Das ist nicht euer Ernst hier. Oh Gott. Das kann was geben hier, Freunde. Richtig krass enge Streckenführung. Ach du großer Gott. Für sowas bin ich echt zu grobmotorisch. Und ich tue mich mit der Flugsteuerung verdammt nochmal, ja eh schon recht schwer. Okay, es ist nur noch ein Checkpoint. Mal sehen, wie gnädig sie
in dieser Strecke sind, wenn sie die schon so fies eng machen. Ah, okay, da ist der Checkpoint. Ja, okay. Dann ist es gar nicht so schwierig. Also der Streckenverlauf ist schon sehr schwierig, aber zumindest haben sie einem dafür großzügig Zeit gegeben. Das gleicht sich doch dann wieder aus. Okay. Sticker freigeschaltet. Weiß dürfte dann auch demnächst sein zweites Kit erhalten. Und ich glaube, allmählich gehen uns die Rennen hier in diesem Event aus. In diesem Teil. Motorblock, glaube ich, heißt es. Ah, den will ich haben da. Diesen Wikinger. Den Knaben. Gilius. Gilius, wie auch immer man ihn aussprechen mag. Aber 120 Sterne haben wir ja dicke noch nicht. Okay, aber ich glaube, ist unten noch was? Nee. Und die 105 haben wir ja auch noch nicht. Nicht andersweise. 140 erst recht nicht. Ja, Leute, das war's. Auf zum nächsten. Oder? Tja, Leute. Da sind die Credits. Aber ich wollte es nicht schon vorher verraten. Ich habe ja gesagt, ich habe das Spiel noch nicht ganz durchgespielt. Aber an dieser Stelle war ich durchaus schon. Ich kann euch also beruhigt sagen, da kommt noch was. Auch wenn ich es irgendwie etwas merkwürdig finde, dass die Credits kommen, bevor das Spiel wirklich zu Ende ist. Aber gut, sei es drum. Freuen wir uns lieber darüber, dass noch eine nette kleine Zugabe kommt. Ich weiß nicht, ab jetzt wird es allmählich dann wirklich Neuland. Denn ich habe nicht weit darüber hinaus gespielt. Ich habe im Prinzip nur gesehen, oh, okay, cool, da kommt noch ein Part oder mindestens ein Part. Keine Ahnung, was danach noch kommt. Und dann habe ich bereits mit dem Let's Play von diesem Spiel begonnen. Ja, trotzdem an dieser Stelle wiederhole ich nochmal meine Eindrücke vom Spiel. Ich finde, grafisch ist es gut gelungen. Es ist natürlich noch ausbaufähig, aber es ist auch einer der Launch-Titel von der Wii U. Insofern sollte man da auch nicht zu hart mit ins Gericht gehen. Es bietet eine schöne Abwechslung und es ist ein Funracer, der wirklich richtig Spaß macht. Da Mario Kart Wii U noch eine ganze Weile brauchen wird, ist ja noch nicht mal angekündigt, denke ich, ist das ein schöner Genrevertreter, um sich die Zeit bis dahin zu vertreiben. Ich kann nur jedem empfehlen, sich das Spiel mal anzuschauen. Man kann dies ja jetzt kostenlos im eShop mit der Demo tun. Und wenn es euch zusagt, ich denke, es ist gut investiertes Geld. Das Spiel macht wirklich Spaß. Das sind schöne Strecken. Manko für meinen Geschmack sind die Charaktere teilweise. Ich muss, stimmt, eins fällt mir noch ein zum Positiven, die Steuerung. Die geht auch super von der Hand. Und dass so viele Kontrollmöglichkeiten unterstützt werden. Also neben dem Gamepad der Standardoption ist auch noch der Wii U Pro Controller möglich. Es ist mit der letztes, meine ich jedenfalls, ich habe es noch nicht ausprobiert, mit der Wiimote und Nunchuck steuerbar. Und ich glaube sogar mit dem Classic Controller. Auch das habe ich aber nicht ausprobiert. Insofern keine verbindliche Aussage, aber ich meine schon. Aber kommen wir wie gesagt zum Manko von den Charakteren. Das mag aber jetzt was Persönliches sein, weil ich mit den Sega-Spielen nur begrenzt viel zu tun hatte in meiner Kindheit. Da gibt es viele, die mir überhaupt nichts sagen. Und einige davon finde ich auch einfach etwas merkwürdig bis, naja, nö, nicht meins. Aber ich finde, dieser Punkt ist nicht allzu schlimm, da es viele Charaktere gibt, die mir gut gefallen. Und wären das jetzt nur ein oder zwei, dann würde ich sagen, großer Minuspunkt, weil man will ja auch etwas Abwechslung haben. Aber es sind auf jeden Fall 6 oder 7, also ich sag mal Minimum die Hälfte des Fahrerfeldes sagt mir zu. Insofern ist das in Ordnung, denke ich. Ebenfalls schön finde ich die Möglichkeit, mit den verschiedenen Kits den Lieblingsfahrer anzupassen, sodass man jetzt nicht sagen muss, okay, mein Lieblingscharakter hat zwar eine gute Geschwindigkeitswertung, aber ein Scheiß-Handling, den kann ich dafür nicht nehmen. Kein Problem, man wählt einfach ein anderes Kit aus. Und dadurch, dass man diese erst freispielen muss, hat man auch nochmal zusätzliche Motivation zu zocken und auch mit Charakteren, die man vielleicht sonst nicht so super findet, sie auch mal auszuprobieren, weil man auch da die Kits freischalten möchte. Insofern finde ich, ist die Abwechslung gut gegeben in diesem Spiel. Ja. Auch die Strecken finde ich schön designt, wo wir hier gerade
diese grüne Fluglandschaft oder jetzt von Golden Aches die Strecken sehen. Schön gemacht. Es gibt auch hier wieder einige Strecken, die mir weniger gut gefallen, die mir persönlich zu abgedreht und zu spacig sind. Aber das sind ein paar vereinzelte, damit kann ich leben. Ich denke, das ist in Ordnung. Und diese Strecke hier zum Beispiel, die hatten wir ja kürzlich, die war mir etwas zu krass und auch ein bisschen zu quietschig. Aber im Großen und Ganzen, finde ich, sind die Strecken wirklich gut gelungen, abwechslungsreich. Ja, mir gefällt es, wie gesagt, sehr gut. Alles in allem, finde ich, ist das Spiel wirklich empfehlenswert. Und probiert es einfach mal aus. Und urteilt selbst. Neue Tour freigeschaltet. Und hier sehen wir es, was ich meine. Superstar Showdown. Denn das war es natürlich noch nicht. Es gibt noch einen sechsten Cup. Mit sogar 40 freischaltbaren Sternen. Das liegt aber auch daran, das sehen wir jetzt. Es gibt eine neue Schwierigkeitsstufe, nämlich Experte. Die werdet ihr bei mir allerdings nicht zu sehen kriegen, denn ich bin kein Experte. Jedenfalls noch nicht. Also da traue ich mich noch nicht ran. Ich werde hier erstmal weiter auf Mittel fahren. So viel habe ich das Spiel ja noch nicht gespielt. Aber dementsprechend 40 Sterne sind möglich. Das heißt, es kommen nochmal 10 Rennen-Events auf uns zu. Eine nette Dreingabe, wie ich finde. Danica Patrick. Die hatten wir doch auch lange nicht. Okay, ein Turborennen in der Golden Eggs-Strecke. Mit dem schönen großen Skelett vorne dran. Und verdammt nochmal, ich will diesen Wikinger haben. 120 Sterne brauchen wir. Ich weiß nicht, ob das reicht. Ich weiß gerade nicht mehr. Oh! Okay, ab jetzt sind es Spiegelstrecken, wie ich gerade sehe. Also alle Strecken spiegelverkehrt. Das ist ja auch schon bei Mario Kart nach der 150er-Klasse immer so gewesen. Also ist das hier jetzt quasi, ja, der Spiegelmodus von Sonic in All-Stars Racing Transformed. Okay, Turborennen. Das heißt, es gibt keine Items, nur Fahren, nur Driftfelder. Das heißt, ich sollte mich tunlichst nicht so blöde anstellen. Das wäre von Vorteil. Denn wir können uns ja nicht per Items wieder einen Vorteil erkaufen. Also kommt jetzt alles auf die fahrerischen Skills an. Mal hoffen, dass mich meine nicht verlassen, falls vorhanden. Aber das ist jetzt zwar nicht gerade innovativ und auch nichts Neues, dass die Strecken gespiegelt sind, aber trotzdem merke ich jetzt schon, dass mir das gut gefällt. Es holt aus der Strecke nochmal irgendwie eine neue Perspektive raus. Auch wenn man natürlich sagen muss, es ist keine Wahnsinnsneuerung. Das ist ja eigentlich bei so gut wie jedem Genrevertreter der Fall gewesen, dass es gespiegelte Strecken, what the fuck, was war das? Dass es gespiegelte Strecken gibt. Aber trotzdem, gut, dass sie es drin haben. Schlecht, wenn sie es nicht hätten. Passt. Sagen wir es mal so. Oh ne. Oh Gott sei Dank, war da eine unsichtbare Mauer. Ich dachte schon, jetzt machen wir einen Abflug. Aber Gott sei Dank wurden wir da freundlicherweise von der Strecke aufgehalten. Oh, und wir sind sogar Erster. Es geht doch ganz gut los hier. Ich habe bei den Turborennen immer etwas, ich will nicht sagen, Schiss auf keinen Fall, Respekt, sagen wir mal. Weil man sich halt nicht durch die Items nochmal zurück nach vorne kämpfen kann. Das heißt, wenn man einmal durch ein paar blöde Fehler, was ich gerade beim Fliegen ja gerne mache, das Rennen verhagelt hat, wird es schwer, da nochmal ranzukommen. Auch wenn ich doch beobachten konnte, dass sich die CPU-Fahrer in den letzten Runden, habe ich jedenfalls den Eindruck, etwas schwächer anstellen als noch in der ersten. Ich weiß nicht, ob das so ein Gnädigkeitsfaktor ist, dass es dem Spieler nochmal ermöglicht werden soll, in der letzten Runde eine schöne Aufholjagd zu starten. Aber vielleicht ist das auch nur ein subjektiver Eindruck, dass. Müsst ihr mir sagen, ob ihr das bestätigen könnt oder anders seht. Wenn ihr wollt, schreibt es mir wie immer in die Kommentare rein.
Das hier finde ich auch eine schöne Stelle mit den Statuen an der Seite. Majestätisch. Und dieser fette Knabe hier mit seinen düster rot leuchtenden Augen sowieso. Eine tolle Strecke. Eigentlich müsste man das Ganze ja irgendwann dann auch mal online ausprobieren. Allerdings mache ich mir da erst recht ins Hemd. Ah ja. Denn im weiten Netz gibt es bestimmt schon eine Menge Profi-Zocker, die mich da richtig nass machen werden. Ich werde es natürlich auf jeden Fall mal ausprobieren, schon alleine, weil ich neugierig bin. Aber ich hoffe, dass es da auch eine Art Wertung gibt, sage ich mal. Wie bei Mario Kart Wii zum Beispiel. Dass man da gegen Gegner antritt, die ungefähr auf dem eigenen Level sind und nicht fortwährend gegen extrem viel stärkere oder aber auch extrem viel schwächere. Denn ich denke, beides macht ja dann nicht so viel Spaß. Also ich würde es langweilig finden, wenn ich hoffnungslos Letzter wäre die ganze Zeit und genauso, wenn ich die ganze Zeit auf dem ersten Platz wäre und keinen sehe. Also das macht ja dann nicht wirklich Spaß. Verdammt! Jetzt habe ich gehofft, den weichen wir noch aus, aber nix ist. Zumindest habe ich in diesem Rennen mal ein paar Risikoturbos hinbekommen. Was ja durchaus auch eine Neuerung. Ich sollte mich nicht selber loben, da baue ich nur Scheiße danach. Das war ja vorher nicht so häufig, dass das geglückt ist. Okay, letzte Runde. Man merkt, auch hier wieder die Strecke am Ende bleibt als Flugstrecke erhalten. Das ist also auch hier bei der Spiegelstrecke ganz genauso. Und hier erst wandelt sich dann wieder zum Kartfahren. Oder in unserem Falle Formel 1. Apropos Formel 1 Wagen. Ich finde, dafür, dass es ein Funracer ist, fühlt sich es mehr wie ein Rennspiel an, als zum Beispiel bei Mario Kart. Das hört sich jetzt vielleicht merkwürdig an. Aber, ich weiß nicht, durch die Gas-Sounds, den Eindruck von der Geschwindigkeit, ich habe bei Sonic and All-Stars Racing Transform mehr das Gefühl, dass es sich wie ein Rennspiel anfühlt, dass man die Geschwindigkeit wirklich wahrnimmt. Das heißt, soll jetzt nicht heißen, dass es besser ist, aber anders. Und mir zumindest gefällt es. Es ist mal was anderes. Es kommt einfach anders rüber, finde ich. Vielleicht denkt ihr euch jetzt auch, was der Dornach da wieder für einen Schwachsinn quatscht. Kann ich auch mit leben, jeder Jack ist anders, aber ich finde, es ist ein guter Punkt. Gut, erster Platz, ziemlich unangefochten mit diesem Erfolgserlebnis. Beenden wir diesen Part. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Ich freue mich über einen Daumen hoch und ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann, euer Gordrak. Und freigeschaltet.